Mein Name ist Stevi und ich habe heute das erste Mal hier bei Zürich tanzt, mit euch Lyrical Hip-Hop zu machen. Ich freue mich mega und ich bin super nervös. Ich hoffe, ihr nicht, weil ihr habt ja auch keinen Grund dazu. Um da geht es. Lasst alle Hemmungen fallen. Ihr seid daheim, probiert Sachen aus. Es macht nichts, wenn ihr Fehler macht, wenn ihr umgeht oder irgendwie sonst ein bisschen rumzabbelt. No stress. Macht so, wie ihr wollt. Um da geht es beim Hip-Hop. Oder? Es ist Spass. Unity, Love, Peace und einfach macht es in dem Stil, den ihr wollt. Wenn ihr einen Schritt nicht genau wisst, wie es geht, macht es so, wie ihr denkt. Oder ich zeige auch immer ein bisschen einfachere Varianten, also No Stress. Das ist ein Crashkurs und wir crashen Vollgas. Ich unterrichte im Dance It. Das ist bei Station Seilbahn Rigiblick. Immer am Montag, Kids. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und jetzt ist genug geredet, jetzt wollen wir tanzen. Wir machen natürlich ein Warm-up, weil das wichtig ist, dass der Körper so ein bisschen mobilisiert wird. Und ja. Und was ich noch sagen wollte, genau, da kommt auch noch dazu. Wir können gerade mal ein bisschen anfassen. Step Touch, der einfachste Schritt von allem. Aber auch da gibt es halt Unterschiede. Oder? Man kann es einfach so gelangweilt machen. Oder man kann es aggressiv machen. Man kann es scheuch machen und immer hat es irgendwie eine andere Aussage. Und ich habe den Kurs Lyrical Hip-Hop genannt, weil Lyrical, es geht um einen Text oder bei Hip-Hop, ja, nicht immer um einen Text, aber eher auch um einen Ausdruck oder um die Message an sich vom Song. Also probiert das, egal was ihr möchtet, jetzt in dieser Stunde, so ein bisschen einbeziehen in euch ein Tanzen und einfach Fun haben. Okay, wir starten mit Warm-up. So. Okay, wir fangen mit dem Kopf an. Schön die Schultern unten behalten. Und schauen. Und runter. Mitte, rauf, Mitte. Und ein bisschen kreisen, nur vorne durch. Wir nehmen die Hände auf und ha, ha, hopp, vorne, zurück, auf die Seite. So ein bisschen Isolationen. Kreise. Andere Seite. Okay, wir gehen. Slide. Ha, ha, slide. Ha. Slide. Ha, ha. Pause. Das ist immer wichtig. Einfach so ein bisschen zum Eingrooven. Okay. Oberkörper. Beine bleiben stehen. Kreisen. Andere Seite. Also, du machst es vieren. Seite, zurück, Seite, vor, Seite, zurück. Andere Seite, zurück, Seite, vor, Seite. Yeah. Schön tief. Achtung, wir bleiben und wir ziehen auf. Innere Welle runter. Auf. Noch ein Strecken. Und gleich Hüfte schwingen. Und ganz gross, wie wir erst gerade aufgewacht sind. Und noch ein bisschen Ninja-Style. Oh. Achtung, wir machen nochmal Slide. Fu, fu. Fu, fu. Pause. Nochmal. Schön abrollen, die Füße. Jetzt. Und wir gehen runter. Da gehört halt auch ein bisschen dazu. Achtung, Balance. Ein Knie kreisen. Und der Fuß.
Wir wechseln. Noch jeden Fuss. Noch eine Slide. Ha. Pause. Nochmal. Gut. Yes. Super. Der erste Song schon durch. Mobilisation ist... Check! Dann geht es gerade weiter. Ah, schön. Wir tun das einfach ein bisschen eingrooven. Zweimal. So ein bisschen Wellen mit dem Kopf voran. Achtung, wir gehen vor, zurück, vor, zurück. Wechseln. Und nochmal durch. Zwei zusammen, nochmal runter. Okay, wir gehen nochmal aufstrecken und runter. Vorziehen. Auf die Seite, auf. Runter. Auf. Andere Seite, auf. Runter. Auf. Runter. Und auf die Seite. Lächeln nicht vergessen. Ein bisschen schwingen. Körper verdrehen. Okay, nochmal ziehen. Auf die Seite. Und da bleiben wir. Wir machen runter. Ellbogen kommt rauf, als würde er hier dranhängen. Dann stoßen wir von hier, als wäre am Tisch, Schultern rauf, bis zum Ohr, Schultern zum Ohr, Brust führen, andere Seite, Schultern zum Ohr. Dann kommt hier wieder der Ellbogen führen. Am Hängen, dann so und jetzt wechselt es. Von dieser Seite nochmal, aber, ha, stoßen, führen, Schultern, Ellbogen, Handgelenk, gerade, gerade nochmal, ha, ha. Noch einmal. Achtung, wir probieren es ein bisschen schneller. Von da. Und Wellen. Das ist eigentlich das Gleiche, nur ein bisschen softer. Als würde hier etwas durchkommen. Schön Wave. Dann gibt es natürlich auch noch Hits. Probier hier die Muskeln kurz anspannen und wieder entspannen. Dann können wir noch den Robo-Dance machen. Genau. Und einfach noch ein grooven. Yes. Machen. Rückplatz, 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 Rückplatz. Und nochmal tief einschnaufen. Und fallen, Kopf hängen, Arm verschränken, einfach ein bisschen bleiben kurz. In Knie und langsam rauf. So, und jetzt geht es erst richtig los eigentlich. Wenn ihr jetzt schon lang sind, gut. Jetzt fangen wir an zu schwitzen. Okay. Wir kreisen die Schultern, ein bisschen grösser. Und gestreckte Arme. Wir bleiben am Platz. Schön locker anfangen, dass sich die Knochen ein bisschen dran gewöhnen. Achtung, wir sind am Platz. Ha, ha, ha. Schön spitze strecken, wenn wir jumpen. Rein, raus, rein, raus. Das ist jetzt Partytime. Wir gehen vorne rechts. Eins, zwei, drei, vier rechts zurück. Wieder vorne.
wieder zurück. Rechts vorne. Und zurück. Jetzt haben wir natürlich noch Arme dazu. Am Platz. Rolle rein, hinter den Kopf. Rolle raus, raus. Präsentieren, hinter den Kopf. Abwechseln. Im Moment. Sonst könnt ihr einfach so bleiben, wie es geht. Ja. Und noch ein bisschen bleiben. Halten wir noch durch. Schön locker. Eins, eins, zweimal. Eins, eins, zweimal. Eins, eins, zweimal. Und ein bisschen Power. Nochmal am Platz. Ha, ha, da ist der Polizist. Und gut, dann können wir noch ein bisschen baden. Schön aufschauen. Und wir machen noch ein bisschen Krafttraining. Schön hoch, 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 hoch. Sind wir warm? Trinken kurz einen Schluck. Und jetzt kommt das, wofür wir eigentlich wirklich da sind. Lyrical Hip-Hop, yes! Also, das Lied ist so ein bisschen, ja, es hat mega viel Power. Es ist fast ein bisschen aggressiv, würde ich sagen. Und die Message, weil ich gesagt habe, Lyrical Hip-Hop, oder bei mir geht es so ein bisschen oft darum, ich mache zwar Hip-Hop-Moves, aber ich probiere immer die Message rüberzugeben oder eben so ein bisschen auf den Mood zu hören. Also, es heisst Don't Care und das ist auch ein Move, also, aber mit Power. Also nicht einfach, keine Lust auf nichts, sondern I don't care. Okay, ich mache mein Ding und egal, was die anderen sagen,
Ich ziehe es einfach durch. Am Anfang sagen sie vielleicht, du schaffst da nie. Und wenn du mal irgendetwas gut gemacht hast, dann kommen sie wieder, sagt sie im Lied. Und einfach egal, schau auf dich und du bist das Wichtigste, das muss von dir rauskommen. Das ist so die Message, oder die ich verstanden habe aus diesem Lied. Und das probieren wir rüberzubringen. Und wir fangen an. Also, am Anfang ist es so ein bisschen Freestyle. Es fängt easy an. Wir machen Waves, Waves, Waves. Alles weich, weich, weich. Und in der Musik hört ihr dann so ein bisschen. Ha, ha, ha. I got it, I got it, I got it, I got it. Einmal, nachher wieder weiter Wave. Irgendwie könnt ihr mal auf ein Bein probieren. Mal wechseln. Und wieder, I got it, I got it, I got it, I got it. Und dann fangen wir so an, dass wir runterschauen. Und dann sagt sie, hier, Kopf rauf. Wir gehen mit dem rechten Bein gegen vorne. Ha, ha. Rechts, links. Ja. Dann, gleichzeitig kommen natürlich noch die Arme zu. Ha, ha. Wir ziehen hier so ein bisschen hinten. Ha. Eins, zwei, genau. Nachher machen wir mit dem rechten Arm, gehen wir aussen durch und rein, einen Kreis. Schuh, schuh. Ja, wir machen eins, zwei, drei, vier. Gleichzeitig beim Kreis gehen die Knie rein und wieder raus. Rein und raus. Rein und raus. Ja, das probieren wir mal. Wir haben den Kopf unten. Yeah. Eins, zwei, drei, vier. Yes. Dann einschnaufen und zusammen. Genau, das ist der erste Teil. Mal bis hier nochmal. Yeah! Ha, 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 ha. Yes. Gut, wir machen mal das nur mit Musik, dass ihr einfach mal die Musik hört. Vergessen den Teil am Anfang nicht, Freestyle. Ist genauso wichtig beim Hip-Hop. Probiert es einfach zu fühlen. Es ist egal, wie es aussieht. Es ist egal, was ihr macht. Es ist alles richtig. Okay. So fängt es an. Also schön easy, wavy. Und wieder weich. Achtung, runterschauen. Ha, ha. Yeah! Cool! Da machen wir gerade mal. Ich mache es mal gegen Kinder. Könnt ihr mit mir mitmachen? Schön wavy. Genau. Achtung, wir schauen runter. Yes. Das ist schon alles. Also noch nicht die ganze Choreo natürlich. Aber das ist mal der Anfang. Yes, mega gut. Dann geht's weiter. Jetzt habe ich natürlich schon etwas vergessen. Sorry! Es ist nur etwas Kleines. Und dann haben wir schon geübt im Warm-up. Ich bin so nervös, ich weiß es auch nicht. Also, wir haben gemacht. Kopf rauf. Ha, ha. Da kommt nochmal. Rechts, links. Und dann erst einschnaufen und zusammen. Da war es. Von hier gehen wir nachher wieder mit dem rechten Bein führen. Und zwar zweimal, als würden wir hier etwas draufschalten. Ha, ha. Die Hände gehen so ein bisschen raus. Zack, zack. Und der schnell. Das ist übrigens auch der Anfang, ist der schwierigste Teil. Nach der Mitte wird es nur noch easy. Also nicht verzagen, wir schaffen das. Okay. Wir haben nochmal. Kopf rauf. Rechts, links, da, was ich vergessen habe. Rechts, a wave. Schön von den Schultern gegen raus, wie wir es geübt haben. Einschnaufen, zusammen. Rechts, führen. Ha. Genau. Der schnell. Ha, ha. Ja? Mach nochmal da hinten. Kopf, rauf, rechts, links, kreisen, ha, 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 ha. Zweimal führen. So ist es richtig. Gerade nochmal. Kopf. Eins, zwei, kreisen, raus, raus, einschnaufen, zusammen. Ha, ha. So, jetzt haben wir es. Dann gehen wir hier Pas de Bourrée. Vielleicht die, die es kennen, wissen schon, wie es geht. Die anderen schauen mal zu. Wir sind auf dem rechten. Wir gehen links zurück, auf die Seite, gegen vorne. Okay. Ich mache es nochmal auf diese Seite. Wenn wir hier sind, ha, ha. Einkreuzen hinten, raus, ha, vorne. Dann kicken wir mit rechts,
gehen auf das rechte Bein drauf und links auf die Seite. Ja, der ist etwas schnell. Mach nochmal. Von vorne, Kopf ist unten. Auf. Ha, ha, kreisen. Ha, 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 ha. Zweimal. Pas de bourre. Kick und auf die Seite. Dann gehen wir mit rechts vorne. Und da sliden wir sozusagen hinterher und landen dann auf dem linken Bein mit dem Gewicht. Okay, mach es nochmal hier und nachher kehre ich mal. Wir haben Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. Kick, kreuze, Seite. Rechts vorne. Runde Schock quasi. Von hier, den hinten durchnehmen und auf den Link. Woo! Okay, noch einmal. Ich schaue mal gegen vorne. Von vorne. Und Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Yeah, und da dürft ihr so ein bisschen einlocken. So richtig ins Bockeli machen und so ein bisschen Bodybuilder-Pose schon fast. Probieren wir da mal mit Musik. Ich weiss, es ist schnell. No stress, der Anfang ist immer am schwierigsten, bis man ein bisschen reinkommt. Wir arbeiten da. Geniessen nicht vergessen. Yeah! Okay, gerade nochmal. Ich kehre mal. Nicht verschrecken. Es ist jetzt, fühlt sich noch schnell an. Es wird immer langsamer mit der Zeit, vom Gefühl her. Freestyle. Genau, so ein bisschen Akzent setzen. Yes. Okay. Wir machen es gerade noch einmal. Noch mal gegen vorne. Das ist auch der schwierigste, das ist der schnellste von der ganzen Choreo-Detail. Also kein Stress. Schön wavy. Yes! Ja, gut! Hey. Also, eben, kein Stress. Wenn ihr das Gefühl habt, ui, viel zu schwierig, dann probiert mal nur die Beine zu machen, zum Beispiel. Oder einmal nur die Arme. Okay, so lernt ihr. Wichtig ist, dass ihr durchweist und nicht aufgeht. Und am Schluss verspreche ich, es macht Spass. Gut, wir sind hier angekommen. Das rechte ist hier so etwas hoch, das linke ist Standbein. Dann wechseln wir. Das rechte geht hinten, das linke geht rauf. Ha. Und noch einmal, dass wir wieder so sind wie am Anfang. Dreimal quasi. Also wir haben den. Ha, ha, ha. Genau. Von da sind wir wieder angekommen. Gehen wir einfach einen Schritt über und zusammen. Ja? Also wir sind hier. Ha, ha, Schritt über, zusammen. Lasst das simpel, ihr müsst aber nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch etwas dazugeben und so ein bisschen unten durch. Also ich gehe zuerst mit dem Knie und dann kommt der Körper und dann kommt der Kopf. Ja, wenn ihr wollt, ist eine Variante. Ihr könnt es auch ganz anders machen. Wie gesagt, es gibt keine Regeln. Ha, 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 tschu. Genau, dann sind wir hier angekommen, hoffentlich. Links gehen wir raus. Ha, ha, wieder zusammen. Tack, tack, ha. 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 Mit dem Oberkörper machen wir auch so einen Kreis. Probieren, den Kopf am gleichen Ort zu lassen. Probieren. Und sonst einfach wirklich mitgehen. Ha, ha, ha. Ha, ha. Okay, von hier. Wir sind zurück, zurück,
Slide. Über nochmal. Ha, ha, ha. Genau, das ist der Teil. Okay. Probieren wir mal trocken zusammenhängen von vorne. Wir schauen runter. Yeah! Und da ist es schon so ein bisschen, nicht einfach, Dann denkt man, was passiert jetzt? Sondern machen es so ein bisschen übertrieben. Yeah! Können damit singen. Dann, eins, zwei, hier auch so ein bisschen einen Pop geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt so machen, ihr könnt aber auch hart mit Muskeln anspannen und entspannen. Nochmal vorne, sieben, acht. Ha! Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Yeah! Und noch der letzte, da schließt es quasi ab. Da habt ihr auch schön Zeit. Ihr seid auf dem rechten Bein und irgendwie könnt ihr gegen raus. Das ist so ein bisschen lustig. Sie sagt irgendwie, was sagt sie? Yeah oder irgendwie. Real, real. Real. So ein bisschen. Irgendwie. Ja, wieder wand. Aber auf dem rechten Bein. Und das ist der erste Teil. Juhu, congratulations. Machen wir gerade mit Musik. Habt ihr gehört, oder? Gut. Machen wir gerade nochmal. Mach es gegen Kinder. Da schön ausprobieren. Vielleicht habt ihr einen wie eine Kugel, die durch den ganzen Körper geht. Yeah! Gut! Ja? Wie sieht es aus bei euch? Gut! Yes! Wir machen es gerade nochmal. Ich mache es manchmal gegen Kinder, weil ich selber das Gefühl habe, für mich ist es manchmal viel leichter, wenn ich es so sehe. Auch noch. Natürlich auch vorne ist auch wichtig. Da könnt ihr auf andere Sachen schauen und hinten wirklich auf den Schritt, welches Bein, wenn. Yeah! Okay. Könnt mal nur schauen. Dann seht ihr vielleicht, was ich meine mit Ausdruck reingeben. Das ist mir fast das Wichtigste. Die Schritte sind egal. Probiert es richtig zu machen. Mit Gefühl. Yeah! Okay! Super! Trinken schnell etwas! Oder ich muss zumindest. Und dann hoffe ich, sind wir ready für Part 2? Anstrengend, hä? Gar nicht gemerkt. Zack, zack, zack. Über einen Schritt, links raus und wieder zusammen. Dann auf dem rechten irgendwie raus. Ich mache einfach immer so, wenn ihr den auch machen wollt. Hier sind so kleine Wellen, jum, 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 die rausgehen gleichzeitig. Und wieder zurück. Beim Zurückgehen fällt es anders an. Da ist zuerst Schultern rauf, beim Reingehen zuerst die Hände runter. Ja? Tack, 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 tack. Wenn ihr wollt, müsst ihr aber gar nicht. Im Gegenteil, es ist cool, wenn jeder etwas anderes macht.
Okay, real. Dann müssen wir überlegen, was kommt. Das ist aber schon Choreo. Einmal noch ein bisschen grübeln, zurück und gleichzeitig geht so ein bisschen der Finger raus und der Kopf ein bisschen weg. Ja, und wieder zusammen. Ha, ha, ha. Nochmal. Ha, ha, ha. Nochmal. Ha, ha, ha. Letztes Mal. Ha, ha, ha. Yes. Okay, der kommt nach dem. Real. Tack, tack, tack. Dann gehen wir über mit links. Links macht einen grossen Schritt und da ist so ein bisschen Zeitlupe. Den kennt man, oder? Ha. Und es hilft, wenn ihr da so normal anfängt und dann zack, so ein bisschen zusammenzieht. Das ist wieder so wie ein Pop, oder? Ein Hit bis Herz. Ha. Und dann schön ziehen. Probieren. Und sonst einfach schön smooth. Okay, wir haben da, da, da. Ha. Nachher sagt sie happy. Dann machen wir so. Happy meal. Hum. Gerade essen und in den Bauch runter. Gehen verstauen. Nicht, dass man McDonalds essen sollte, das sage ich nicht. Aber wir machen ein Happy Meal, oder? Muss ja nicht McDonalds sein. Ein gut, glückliches Mahl, redet sie da. Also, tack, tack, tack. Happy Hum. Genau, zum Bauch und wir gehen so ein bisschen zusammen. Ich mache es mal gegen hier noch. Wir sind da. Real. Ha, ha, ha. Jetzt kann ich schon schauen. Links, genau. Tack, tack, tack. Links. Happy. Hum. Mit rechts einen Schritt führen und zusammen. Genau. Noch einmal. Von real. Tack, tack, tack. Ha. Happy. Hum. Meal. Genau. Bis da. Lassen wir mal den, dass wir den catchen. Oder? Da haben wir schön Zeit. Da einfach weitermachen. Ha. Ha, hum, dass wir Happy Meal richtig auf die Musik finden. Mal von vorne durch, gerade bis dort. Yes. Okay. Gut. Dann sind wir beim Meal, haben wir gegessen. Dann sagen wir, oh Lord, da ist ein bisschen frei. Einfach Hände auf und so ein bisschen zurück. Nachher for sure, ein bisschen wieder führen. Ja? Gotta work hard. Arm verschränken, Kopf schaut runter und dann nur Kopf rauf. Ja? Dann machen wir 1, 2, 3. Putzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir machen Olore, for sure. Gotta work hard. Ja? Nachher kommt zack, zack, zack. Dann sind wir da. Ratata. Das ist wieder frei. So ein bisschen runter. Und einfach so ein bisschen Hits. Tack, tack, tack. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Tack, tack, tack. Ja? Wir haben Olore, for sure. Gotta work hard. No party. Ratata. Yeah. Okay. Noch einmal gegen da. Oh Lord, for sure. Gotta work hard. No party. Ratata. Yes, da sind wir da. Ratata. Da hört man gut in der Musik. Dann sagt sie straight to the top. Jump und rauf schauen. Rechts zeigt rauf, links ist so ein bisschen. Ja? Okay. Ratata, straight to the top. Dann machen wir mit rechts ein Scuff. So richtig so ein bisschen kicken. Kick, rechts, links. Ha, straight to the top. Rechts und links. Yes. Bis da und nachher drei Schritte zurück. Da können wir entweder so Peace machen. Irgendwie, was ihr wollt. Drei Schritte zurück. Rechts, links, rechts. Okay. Nochmal von Ratata. Straight to the top. Ha, ha, ha. Jetzt, wollen wir einfach mal probieren. Mit dem. Gerade von vorne, du darfst spulen.
Intro haben wir jetzt drauf. Yes. Okay. Gut, also den ersten Teil haben wir durch. Machen wir gerade weiter. Straight to the top. Ha, ha, ha. Eins, zwei, drei. Dann machen wir. Einisch, zweimal, drei. Einfach Slide. Und mit dem rechten Arm gehen wir an die linke Schulter und ziehen es runter. Umgekehrt, umgekehrt. Yes. Ratata. Straight to the top. Ha, ha, ha. Eins, zwei, drei. Rechts Slide, links Slide, rechts Slide. Okay, lassen wir schnell in der Musik. Da kommt nachher der Refrain, das ist schon alles. Okay. Wenn wir hier haben, eins, zwei, drei, dann kommen wir Hits. Eine ist die Handfläche gegen oben, nochmal, dann gegen runter und dann gehen wir auch so ein bisschen tief. Dann atmen wir und nachher ist nur noch so ein bisschen «We're legendary, very, very». Könnt ihr frei machen. No fantasies, irgendetwas über den Kopf. Könnt ihr zumachen, können wir zumachen. Talking. Irgendwie. Das ist alles ein bisschen frei, okay? Einfach Kopf, no fantasies, keep talking. Und dann kommt der letzte, allerletzte Teil und dann sind wir schon fertig. Woo! Mega nice. Wir haben Ratata, straight to the top. Ha, ha, ha. Eins, zwei, drei. Und nochmal rechts. Eins, zwei, drei. Dann, was kommt? Mit Musik ist leichter. He? Und eins, zwei, drei. Weiß gar nicht mehr. Schauen wir mal mit Musik. Dann wisst ihr auch, was ich meine. So, slide, slide, slide. Genau, der. Ja. Freestyle. No fantasies. Yes. Okay. Also, haben wir gut gelost. Der einfachste Schritt habe ich vergessen. Einfach links, rechts, links, rechts. Erst einmal rauf, dann runter, runter. Einatmen, dann kommt der Legendary, very, very frei. No fantasies, keep talking. Nachher der letzte Teil. Woohoo! Wir machen es einmal bis dahin. Da haben wir, oder? Sieht gut aus. Letzte, allerletzte Teil ist der Refrain. Der kommt zweimal nacheinander und ist ein bisschen lustig. Sie sagt, sorry, but I don't care. Sorry, but I don't care. Okay, das hat sie immer wieder. So ein bisschen zurück. Lehnen, sorry, but I don't care. So, don't care. Dann ziehen die Schultern rauf und wenn ihr runtergeht, kommen die Hände auf der Seite raus. Don't care. Ja? Sorry, but I don't care.
dann schaut ihr, dass ihr etwas breiter steht. Von hier macht ihr Füße machen und geht so ein bisschen rein. Könnt ihr hier rein oder könnt ihr hier rein? Einfach so ein bisschen da. Könnt ihr so ein bisschen schütteln, könnt ihr nur den Kopf, wie ihr wollt. Könnt ihr nur den Arm, wie ihr wollt. Ihr hört es in der Musik. Sie sagt, sorry, but I don't care. Du. Don't care. Du. Ja, da kommt gerade zweimal nacheinander. Gerade nochmal. No fantasies, keep talking. Sorry, but I don't care. Du. Don't care. Du. Yes. Nachher gehen wir wieder mal ein Slide nach rechts. Gleich rechte Hand kommt zu der linken Schulter. Ziehen. Langsam zwei, nachher schnell zwei. Und zweimal auf die gleiche Seite und dann könnt ihr so ein bisschen beide mitnehmen. Ja, also es ist einisch, einisch. Schnell, 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 schnell. Okay, nochmal. Wir haben du. Don't care. Du. Einisch, einisch. Schnell, schnell, zweimal. Dann kommt das Gleiche nochmal von vorne. Don't care. Du. Don't care. Du. Ha, 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 ha. Dann stehen wir und am Schluss I'm gonna make it. Und das ist doch ein gutes Ende, finde ich. You're gonna make it. Okay, und dort hören wir auf. Das ist die ganze Choreo. Yes. Woohoo. Nice. Okay, ein paar Mal durch. Ich mache es einmal gegen die Hinteren. Und noch einmal gegen vorne. Viel Spass. Geniessen es noch. Sind schon fast am Ende. Das ist alles! Juhu! Gut! Okay. Nochmal, mach es mal gegen vorne. Lächeln nicht vergessen. Und sonst probiert, wenn du rausgehst, irgendetwas machen. Nicht stehen bleiben, einfach irgendwie weiter grooven. Ja. So anstrengend kann tanzen sein. Gut. Ei, wir sind schon fast am Ende. Mega toll. Ich würde sagen, wir machen kurz Cool Down. Oder machen wir es noch ein letztes Mal und dann Cool Down. Kurz durchschnaufen. Ah, geniessen es. Letzte Mal, last time. Woohoo. I got it.
Eben, wie gesagt, dance-it.ch, dort unterrichte ich. Kommt mal vorbei und jetzt schnuppern wir mal das letzte Mal noch mal ein. Und alles okay. Hat mich mega gefreut. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Und hoffentlich bis bald. Tschüss!